Bam. Du hast immer noch Mana? Jetzt nicht mehr. Oder? Einen hast du noch. Einen habe ich dann noch. Ja, der Marker liegt ja da, liegt ja immer da, wie viel du gerade noch hast. Habe ich das falsch verstanden? Deswegen gibt's es auch in den Null aufgedruckt. Ja, macht Sinn. Ja, dann verballer ich jetzt. Hätte den Okkultisten gespielt. Letzten beiden. Kommt er noch mit einer da? Darauf habe ich gehofft. Der Kerl ist sowas von Matsche. Ja, was soll ich denn mit dem da anfangen? Nico ist dran. Du hast nichts mehr, ne? Da bin ich jetzt dran. Was du hättest mit dem da anfangen sollen, das werde ich dir jetzt zeigen. Also, er hat ja da noch einen hingestellt. So, halt mal, dann kannst du mal ein bisschen filmen hier, wenn ich meine Aktion mache. Ich spiele nämlich jetzt auch noch hier für einen Zauber. Und zwar spiele ich die Teleportation. Das bedeutet, ich darf aus der Region, wo ich das hinlege, eine Kreatur in eine andere Region setzen. Haut meine Kreatur da ab. In eine beliebige andere Region. Ich leg's also hier rein, wo der Snaker sein Vieh stehen hat. Wenn noch näher geht, wird's unscharf. Und der wandert jetzt mal, wo stehe ich den denn hin? Komm, der mischt mal hier mit. Super. Meinst du echt, du kannst über das ganze Spielfeld alles in eine beliebige andere Region? Ja, wegen den Karten. Das macht mich gerade echt ein bisschen, weil es ist schon krass. Ich kann's gleich mal nachgucken, aber ich stand ja nichts anderes drin. Ja, also habe ich ihm jetzt hier die Figur rausgeholt. Das heißt, er bekommt hierfür nur den einen Punkt, kommt also gegen den Wert der Region nicht an. Ja, der und Fall, da die Region gerade zwei Punkte hat. Stimmt. Durch den. Egal, du brauchst nur einen, also zwei, um es zu bekommen. Es hat keinen Widerstandswert erhöht. Es ist nur der Eroberungswert. Eroberungswert ist erhöht, genau. Ja, und ich habe ihn jetzt hier rüber gesetzt bei dem harten Geklatsch, dass da der gute Korn auch mitmischen kann. Ja, damit der Korn Punkte bekommt. Fuck. Du bist so ein Esel. Da habe ich nicht dran gedacht. Warum sagst du das jetzt erst, du Vollidiot? Weil du uns das Spiel ruinierst. Da kannst du wenigstens einem was Gutes tun, Blut Pansenkopf. Für den Blutgott. Habe ich doch gerade. Ich habe doch einem was Gutes getan. Ja, deswegen habe ich dir nicht vorher gesagt, du Pansenkopf. Ist wie bei Risiko. Jetzt musst du mich aber mal aufklären, wie die Kämpfe ablaufen. Das mache ich jetzt. Wir stehen gleich auf. Die Kämpfe laufen wie folgt ab. Es werden auch wieder reihum geht das. Wir fangen wieder mit Korn an. Und zwar werden alle Angriffswerte der Figuren einer Region zusammengerechnet. So viele Würfel bekommt man. Mhm. Dann würfelt man. Jede 4, 5 und 6 ist ein Erfolg. Diese Treffer darf der angreifende Spieler dann beliebig auf Gegner in dieser Region verteilen. Kann man sich ja doch quasi verbünden. Nein, Moment, ich bin noch nicht fertig. Man kann allerdings nicht weniger Punkte auf eine Figur verteilen, als man braucht, um sie zu töten. Wenn also einer Widerstand von 2 hat, kann man nur einen Punkt draufpacken. Ja? Dann kann man ihn ja niemals töten. Doch, du brauchst aber mindestens 2 Erfolge, 2 Schadenspunkte, um die Figur töten zu können. Ja, aber du hast gesagt, man kann nur maximal einen draufpacken. Nein, man kann nicht einen draufpacken. Wenn die 2 Schaden aushält, also eine Verteidigung von 2 hat. Oder habe ich braucht immer tödlichen Schaden und nicht mehr. Richtig, genau. Das heißt, du musst so mindestens so viele Würfel drauflegen, wie er Widerstand hat. Das heißt mindestens, genau. Also du musst so viele Würfel drauflegen. Das heißt, man kann sich verbünden. Ich könnte jetzt zu ihm sagen, komm, lass uns bitte alle auf Sven hauen. Ja, du kannst jetzt, wenn in so einer Konstellation kannst du sagen, ja, wir hauen jetzt alles von ihm kaputt. Ja. Aber das bringt dir insoweit nicht unbedingt viel, je nachdem. Weil, wenn Korn fängt an, wenn er jetzt von dir deine Kultisten alle umhauen würde, wenn die erst nur auf die Seite gekippt, du darfst trotzdem mit deinen, bei Kultisten ist es egal, die können dich eh nicht angreifen. Aber wenn du jetzt Krieger hättest, wenn die halt umgekippt, jeder darf angreifen. Also es ist nicht so, dass weil er anfängt. Nein, es darf jeder angreifen, aber es geht ja um Eroberungsmarker. Ja, klar. Oder um Verderbnismarker. In dem Punkt, du kannst halt so den Schaden, was du nicht machen kannst, ist, dass 2 Spieler ihren Schaden gemeinsam nutzen, um eine Figur umzuhauen. Das funktioniert nicht. Ja, klar, könnt ihr euch jetzt absprechen und sagen, wir hauen uns alle Korn platt oder weiß ich was. Aber das er kann geht trotzdem noch mit seinen angreifen und ist dann nachhaltig. Ja, eben. Aber ich bin absolut, absolut gegen Absprachen, außer dass Sascha halt. Ne, jetzt ja, genau. Absprache, das ist einfach. Fakt. Genau, ja. Genau. Steht in Regeln. Alle auf wer dem ist. Ja. Alle auf die Dame. Genau. Steht als Fußnote unten drunter. So. Ja, dann mach so viel mal dazu. Oder hattest du jetzt schon? Ich hab ja noch Punkte. Ich hab ja noch Punkte. Seid ihr alle auf Null? Ja, aber ich hab ja auch noch Punkte. Deswegen frage ich gerade, ob du gerade deinen Zug gemacht hast. Oder was habe ich denn gerade da hingelegt? War das diese Runde? Ja, das war diese Runde. Schon? Nein, das war diese Runde. Gut. Was macht er? Noch einen Kultisten dazu stellen. Noch einen Kultisten dazu stellen. Mehr kann ich eh nicht machen. Ich hab sonst keinen. Du hast. Ich hab nix mehr. Du hast nix mehr. Ich hab aber noch.
nämlich noch 2 Punkte. So, dann stelle ich noch einen, machen wir mal so, noch einen Kultisten da hinten hin, hier in die Region. So, der will absahnen. Dann bin ich immer noch dran. Ich glaube es aber nicht mit den Karten. Nehme ich einen Kultisten. Ja, du kannst zu viel irgendwie. So. Er hatte jetzt einfach nur Glück mit den richtigen Karten. Nee, allein, so, bevor wir den Kampf machen, gucke ich jetzt belegen. Mal das reicht schon. Nach, wie das mit den Karten ist. Du kannst die Kartenslots belegen, allein das reicht schon. Kannst ja immer gucken, wo die anderen sind, gehst in eine komplett andere Ecke und haust alles mit Karten voll, weil deine Ecke ist safe. Also, glaube ich das nicht ganz. Aber wo ist der jetzt hin? Guck, ja, das mit den Karten noch wirklich so funktioniert. Hast nur 5 Karten. Ja. Kannst maximal 2 Regionen blockieren. Ja, die am meisten kämpfte. Und nur 1 Slot wegzunehmen reicht ja schon, um was. Hätte er den nicht weggenommen, hätte ich noch eine super Karte gehabt. Die ich unbedingt da hinlegen wollte. Hätte er mir die Macht nicht weggenommen, hätte ich eine viel bessere Karte. Ich weiß sowieso nicht mehr, was jetzt alles passiert. Thema. Was machst du jetzt? Nachgucken, wie das ist mit dem. Ob das wirklich, ob er. Oder ob wir nochmal von vorne beginnen müssen. Vergiss es. Lass uns auswerten. Nico, wolltest du mich wissen? Ja, das ist wichtig. Dann lass Nico nachschlagen, während du. Nein, ich guck jetzt nach. Lass mich in Ruhe. Mach deinen Zug. Der will mir nur sein Tablet nicht geben, weil er weiß, er kriegt es nicht wieder. Ist richtig. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Bei den Figuren steht es explizit dabei, bei den Karten steht nichts dabei. Ja, ich finde auch nichts dazu. Es sieht allgemein sehr wenig zu dem Spiel. Nico ärgert sich jetzt einfach nur, weil du uns beide geärgert hast. Das kann sein. Aber das kriegst du einfach wieder ab der nächsten Runde. Mimimi. Okay. Wieso Mimimi? Einfach so. Du ärgerst uns, wir ärgern dich. Ich hab Hunger. Ist ihn, er hat verdient. So, einen Punkt habe ich ja noch, ne? Ne, habe ich nicht. Habe ich gerade ausgegeben. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zur Auswertung. Gut, nee, jetzt geht's erstmal aufs Maul. Und zwar wird das jetzt Region für Region abgehandelt. Erste Region ist ja kein Kampf. Dann haben wir hier den ersten Kampf. 8000 Würfel gegen 0. Ja, du hast sowieso 4 Würfel. Ich kann auch jetzt nur Scheiße würfeln. 4 Sonderwürfel habe ich ja eh schon mal, bevor es losgeht. Bevor auch der Kampf losgeht. Genau. 2x2 so ungefähr. So, also jetzt wird hier um diese Region gebattelt. Durch diese Karten darf er jetzt vor dem Kampf, durch diese beiden Karten, 4 Würfel werfen. Machen wir erstmal die. Das ist schon mal kein Erfolg. Der auch nicht. Der auch nicht. Glaub, da ist ein Erfolg. Das reicht, um ein Erfolg reicht, um den Kultisten umzuhauen. Also kann ich quasi jetzt schon mal einen auf den Drehrad schmeißen, oder wie? Du hast gerade, genau, du hast jemanden getötet, also darfst du einen Drehmarker, warte, ich gebe sie dir. Ich kann es auch einfach aufs Drehrad legen. Genau. Und ihm zu geben und er gibt es wieder zurück. Oder du legst die Drehmarke einfach neben die Drehräder. So. Damit hat der Snaker jetzt hier einen Drehmarker bekommen. Und je so viele Drehmarker wie der liegt, darf er gleich am Ende der Runde weiterdrehen. Derjenige, der am meisten Drehmarker hat, darf einen Bonuszug am Ende nochmal machen. Mhm. Dann geht jetzt ins nächste Land. Genau, jetzt geht's weiter im nächsten Land. Und da kann ich jetzt quasi aber nur mit meinem normalen Angriff angreifen. Ja. Genau. Also 2 Würfel. Richtig. Und wo du den Schaden drauf verteilst, ist dann dir überlassen. Okay, wenn ich überhaupt Schaden mache. Genau. Ja, einen mache ich. Einen machst du, ja. Jetzt kannst du... Einen Kultisten aus der Hose boxen. Du kannst auch einen Krieger von Nico aus dem... Stimmt, die haben ja auch nur 1. Ja, aber die dürfen trotzdem noch zurückhauen, also. Genau. Ja, aber dann hau ich einen Krieger. Alles klar. Weil dann habe ich nämlich noch einen aus der Hose geschlagen. Gut, jetzt Nico dran. Dann kriege ich noch einen, oder? Richtig. Ja. Weil pro Region, wo ich was mache. Genau. Yep. Allerdings würde ich immer Kultisten first striken, weil Kultisten die sind, die nachher... Die hauen nicht zurück. Der haut trotzdem zurück. Nein, nein, die Kultisten hauen nicht zurück. Ja, stimmt, aber die Krieger es dürfen geht um die auf Marke. Jeden Fall trotzdem. Aber die Kultisten wären dann weg vor der... Die Kultisten zählen halt für Verderbnismarker und wenn du einen von denen umhaust... Ja, stimmt, ja. Scheiße, eure Verderbnismarker vergessen. Das ist ein Punkt. 2 Erfolge. Kriegst du, aber du bring dir 4 Kultisten irgendwas? Nein. 4 Kultisten bringen dir gar nichts. 2 Erfolge hat der wieder gewürfelt. Ich brauche dann nur 2 Kultisten, deswegen habe ich so viele hingestellt. Dann ist es vollkommen egal, wen ich umhaue. At random. Nämlich 2 Kultisten. Es macht nichts aus. Ja, sag an.
Ja, zwei Kultisten. Es macht zumindest das aus, dass alles, was nicht getötet wird, stehen bleibt, ne? Für die nächste Runde. Ach so. Ah, ja. Ach so. Ach so. Bleibt dann gute dabei? Info. Ja, bleib dabei. Also dann willst du seinen Krieger in der nächsten Runde schon da stehen haben? Ja. Gut. Definitiv. Okay, dann ist der Sven jetzt dran. Du hast aber keine Krieger hier, ne? Nö. Gut. Außerdem bist du zuerst dran. Nein, ich bettel da noch gar nicht mit. Stimmt. Ja, aber hey, ich bin Slanisch. Ich will nicht kämpfen. Dann geht's weiter da hinten bei mir. So, jetzt Kämpfe gibt's keine mehr und jetzt wird abgerechnet. Moment. Bist du sicher, dass du nicht kämpfen möchtest? Hab ich denn. Ach, das ist ein Bauer, ne? Da ist ein Bauer. Das ist ein Bauer. Dann hau ich den Bauer mal eben weg. Mit einem Würfel. Yeah. Bam. Verdammt. Den Marker des Bauers, der hier hinten gelegen hat, also der hier, den bekomme ich jetzt als Trophäe. So. Gut. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt rechnen wir ab. Wir fangen hier an. Also, in der Region sieht es wie folgt aus. Sie hat einen Widerstand von 1. Der Snake hat mit durch seinen Zauber einen Eroberungswert von 1. Und ich habe einen von 1. Das heißt, hier passiert nichts. Deine Karte darfst du dir wieder nehmen. Die kommt auf den Ablagestapel. Also Müll. Ja. So, hier haben wir den Snagger wieder. Der hat hier einen Eroberungswert von 2 durch seine 2 Einheiten. Die Zauber sind kostenlos gewesen und hier haben wir einen Widerstandswert von 0. Nee, 1. Eroberungswert wird gesenkt durch den Warpstein. Ah nee, der Warpstein ist mit Verderbnismarker, Entschuldigung. Das andere wäre ein Skaven gewesen. So, das heißt, die Region hat er erobert und bekommt dann entsprechend, die Karten kommen weg, der Kultist kommt auch weg. Der Tote, der da liegt. Der geht jetzt eine Runde schwimmen. Genau, und er bekommt jetzt einen Siegpunkt. Entsprechend wird jetzt hier der gute Korn ein weitergesetzt. Nächste Region wäre diese hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wer hat denn hier überhaupt den höchsten Eroberungswert? Das Nico. Nein. So, der Nico hat 1, 2, 3, 4. Also hat der Nico den höchsten Eroberungswert. Ich habe einen Wert von 0. Ach so, seine, nein, seine Karte. Ja. Yeah. Galt das für ein Eroberungswerk? Oder? Für was sonst? War das nicht der Berechnungswert? Der Beherrschungswert. Genau, das ist das. Beherrschung. Ja, das ist das. Okay. Ja. Gut, dann hat durch diese Karte hat der Wiederwolf hier gar keine. Snaker hat einen und der Cranox. Ich habe auch einen. Null. Alle null. Ach, alle Gegner, ne? Hm. Ja, sorry. Ich habe zwei. Ja, aber der Cranox hat 2. Reicht aber nicht aus, denn die Region hat einen Eroberungswert von 3. Aber ich sehe das anders. Ich finde, der Beherrschungswert von 2 reicht vollkommen aus, weil ich habe eine Beherrschung damit. Ah nee, wir sind ja noch nicht bei den Verderbnismachern. Vergiss es. Genau. Kommen wir als nächstes. Richtig. So, bei mir sieht es wie folgt aus. Ich habe hier 3 Punkte. Die Region hat nur einen. Das heißt, ich bekomme auch einen Punkt hier. Blub. Hier so irgendwie. So, und dahinter haben wir die nächste Region. Da gibt es einen Warpstein und einen, das kommt erst am Ende mit den Verderbnismarkern. Mhm. Da habe ich 2, die Region hat 1, also kriege ich noch einen. Und bin damit auf 2 Siegespunkte. Danke. Oh, die Karten da kommen hier auch noch. Genau, die gehört mir auch noch, die kommt auch zurück. Nee. So, Moment, eins will ich noch nachgucken, bevor es hier losgeht. Genau, jetzt kommen die Verderbnismarker. So, jetzt darf jeder Spieler in der Region, in der er Einheiten, in der er Kultisten hat, jeweils entsprechend viele Verderbnismarker legen. Was sind die? Das sind diese Dinger, genau. Also bei mir sind es diese hier. Das wären bei mir da hinten einmal hier 3, 2. Hier 2 Verderbnismarker. Und 2, genau. Das ist bei mir natürlich was anderes. So. Das bedeutet für mich jetzt hier hinten, ah, jetzt haben wir die Karte schon weggeräumt, ne? Da lag auf jeden Fall hier diese eine Karte. Die werden eigentlich jetzt erst weggeräumt. Also diese Karte mit diesem Zeichen lag ja da. Mhm. Und ein Warpstein, das zusammen mit mindestens 2 Verderbnismarkern, gibt für mich einen Drehmarker.
Achso, wir machen das alles in einem. Dann hätten wir es da auch schon machen können. Ich krieg auch einen Drehmarker. Genau. Ja, dann kriegst du einen Drehmarker. Wo musst du die reinsetzen? Jedes Mal, wenn ich in derselben Phase zwei oder mehr Verderbnismarker in einem Gebiet mit einem Adligen oder Heldenmarker setze. Okay, ich bekomme auch, weil ich muss zwei oder mehr in ein bevölkerungsreiches Gebiet. Hast du ja da. Habe ich. Was jetzt bei mir mit der Berechnung, Beherrschung, Berechnung und Siegpunkte vergeben, Verderbnismarker setzen und Verheerung prüfen. Ab wann ist eine Region verheert? Das machen wir ja gerade erst. Genau, eine Region ist verheert, wenn dort mehr als 12, meine ich. Ja, 12 oder mehr gilt die Region als verheert. So. Da muss ich jetzt theoretisch auch noch irgendwo Verderbnismarker, oder? Du hast keine Kultisten. Du hast keine Kultisten gespielt. Also hast du keine Verderbnismarker. Die ich auch nicht brauche. Die Verderbnismarker bleiben natürlich liegen in der Region. Das heißt, es werden mit der Zeit halt immer mehr. Was ist denn? Die zählt nur als Verderbnismarker. Das zählt auch, okay, wird quasi dazu liegen gerechnet. Jetzt hier drei. Da liegen drei, genau. Okay, dann, jetzt werden eigentlich erst die Chaoskarten entfernt, das haben wir schon gemacht. Endphase, alte Welt haben wir aber nicht. Alte Weltstapel gab es in der Endphase. Ja, und dann werden jetzt, jetzt werden die Bedrohungsräder gedreht. Also, wir sehen hier. Heldenmarker entfernen. Das sind noch Heldenmarker, oder nicht? Nee, Ereignisse. Das ist Ereignis, ja. Okay. Was sind dann wieder Heldenmarker? Helden sind das mit diesen gekreuzten Schwertern. Ach so, die Helden pinkeln sich dann immer wieder. Okay, langsam. Genau, so. Wir sehen jetzt hier, jeder hat, du hast auch einen Drehmarker bekommen? Ja, habe ich hier eben erzählt. Zwei oder mehr. Ich habe drei, das sind zwei oder mehr. Ah, du. In ein bevölkerungsreiches Gebiet. Ach, das ist bevölkerungsreich. Das ist bevölkerungsreich. Gut. Wir sehen hier also, jeder hat einen Drehmarker bekommen. Wir fangen einfach mal jetzt an. Korn hat zwei, das heißt, wir dürfen jetzt hier, diese Zahl, die man hier sieht, müssen wir hier so rummachen, ist die Bedrohung. Und hier steht immer, welche Bonis man bekommt. Das heißt, die nehmen wir mal runter. Wir drehen ihn um einen weiter. Erhalte 4 Siegespunkte. Setz mal einer den guten Korn 4 Punkte weiter. 1, 2, 3, 4. Warte, 4. Du warst auf der 1. 1, 2, 3, 4. Genau. So, wir drehen ihn weiter. Andere Richtung. Verbesserungskarte. Der Snacker darf sich jetzt eine Verbesserungskarte raussuchen. Muss ich erstmal gucken, weil ich alles Schönes habe. Das sind also die Karten hier, die entweder Einheiten verbessern. Und ich habe schwarze Finger am Fleck, weil ich versuche, eine Tintenpatrone im Drucker auszuwechseln. Und, Komplexe Sache. Genau. Er kriegt jetzt eine Verbesserungskarte. Gleich darf er, wir legen nochmal einen drauf, weil er darf gleich nochmal eine Bonusdrehung machen. Der ist übrigens schon bei Bedrohung 12. Dann kommt jetzt hier unser guter Nörgel dran. Nörgel. Erhalte 3 Siegespunkte. Dann komme ich dran. Setze einen Warpstein. Ich darf mir jetzt hier einen Warpstein nehmen. Das geht aber los, ey. Darf irgendwo einen Warpstein setzen. Den habe ich natürlich jetzt hier hingelegt. So, und als letztes kommt der fiese Slanish. Slanish? Das ist amerikanisch ausgesprochen, Slanish. Erhalte 3 Siegespunkte. 1, 2, 3. So, da der Snaker die meisten Drehpunkte hatte, kriegt er eine Bonusdrehung. Ziehe 2 Chaoskarten. Das ist hart. Und jetzt fängt wieder der mit der niedrigsten Bedrohung an? Nein. Korn fängt immer an. Der mit der niedrigsten Bedrohung darf jetzt die nächste alte Weltkarte ziehen. Genau, das heißt, die fluppt jetzt rüber auf die 2. Genau. Schlobot. Die niedrigste Bedrohung hat aktuell Nörgel. Immer noch. Ja, Nörgel ist sowieso, den vergisst man gerne. Da kommt die Pestilenz, die schleicht dahin und dann wirst du davor dich hinsiechen, bis du stirbst. Bäh! So,